Im Laufe der Geschichte haben Flüchtlingsrechte und internationaler Schutz Millionen von Flüchtlingen das Leben gerettet. Nach dem Zweiten Weltkrieg stimmten Länder aus aller Welt überein, Flüchtlingen Grundrechte zu gewähren. Diese Rechte wurden 1951 im Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge festgelegt. Man kennt dieses Abkommen auch als die Genfer Flüchtlingskonvention. Einer ihrer wichtigsten Grundsätze ist es, dass Menschen nicht in ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden können, wenn sie dort Konflikte oder Verfolgung gefährden würden. Dieses Prinzip heißt Non-Refoulement. Sobald sie eine Grenze überschritten haben, haben Flüchtlinge in einem anderen Land Schutzrechte. Dieses Recht umfasst mehr als nur körperlichen Schutz. Flüchtlinge müssen mindestens die gleichen Rechte und Grundversorgung wie andere legale Ausländer erhalten. Diese Rechte umfassen die Gedankenfreiheit, Bewegungsfreiheit und Schutz vor Folter und erniedrigender Behandlung. Die Flüchtlingskonvention gewährt Flüchtlingen auch soziale und wirtschaftliche Rechte im Gastgeberland. Dazu gehören das Recht auf Arbeit und Selbstversorgung, das Recht auf Bildung und das Recht auf Gesundheit. Aber wann hört man auf, Flüchtling zu sein? Einige können in ihr Herkunftsland zurückkehren, wenn dieses wieder sicher ist. Wer nicht zurückkehren kann, darf verbleiben und im Gastgeberland einen neuen Anfang machen. Sie lernen die Sprache, gehen in die Schule, arbeiten und werden teils sogar zu Staatsbürgern des Gastgeberlandes. In manchen Fällen werden Flüchtlinge aus dem ersten Gastgeberland in ein anderes Land umgesiedelt. Zunächst durchlaufen sie jedoch ein strenges, von UNHCR und dem Empfangsland geleitetes Auswahlverfahren.